Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ich bin Nadim und neben mir sitzt Pat von Klassenbildung. Hallo zusammen, ja, hier ist Pat. Ja, wir haben heute das große Glück gehabt. Tenor war ja schon bei uns zu Besuch, die LLL-Demo, Liebknecht-Luxemburg-Lenin-Demo, hat heute in Berlin stattgefunden. Und Pat war auch in Berlin zu Besuch. Du bist nämlich eigentlich nicht aus Berlin, ne? Ihr seid aus... Genau, eigentlich kommen wir aus NRW, aber für die Demo sind wir halt hier angereist, genau, und dann dachten wir, ja, wenn wir schon mal hier sind, kommen wir vorbei ins Studio. Genau, also ist das jetzt immer, wer nach Berlin kommt, ruft 99 zu 1 an. Spaß beiseite, wir waren natürlich schon vorher in Kontakt und haben gesagt, wir wollen was gemeinsam machen, aber wenn wir dann schon gemeinsam im Studio sitzen können, umso besser. Vorneweg mal, wir haben hier so ein cooles Buch von euch liegen. Ihr seid ja tatsächlich auch nicht nur der YouTube-Kanal Klassenbildung, sondern ihr habt auch einen Podcast am Laufen. Genau. Ihr habt jetzt dann diese Texte gesammelt und die bei dem Verlag Leo Jogiches veröffentlicht. Da muss ich dazu sagen, das sind nicht unsere Texte. Also wir haben halt das Buch gefunden und es sind halt, ja, wir fanden es halt wertvoll. Es ist halt gut, damit kann man super arbeiten. Und da haben wir gerade eine Videoreihe am Laufen, aber dazu erzähle ich später wahrscheinlich noch was. Okay. Grundsätzlich machen wir halt viele verschiedene Sachen. Also wir sind ja noch relativ jung, so als Medienprojekt, als Kollektiv und machen gerade Video und Podcast, aber auch ein paar Kulturbeiträge. Es gibt auch inhaltliche Texte zu verschiedenen Fragen. Können wir gleich auch mal drauf eingehen. Fangen wir doch mal von vorne an. Also du sagst, ihr seid relativ jung. Genau. Wann habt ihr angefangen und wer war das eigentlich und warum eigentlich? Also ja, das fing so an. Also es ist natürlich nicht einfach so vom Himmel gefallen. Wir sind halt alles RevolutionärInnen, KommunistInnen, die halt quasi zusammenarbeiten, schon in der politischen Praxis, im Alltag, in der Uni, im Betrieb, im Viertel und so weiter. Und dann dachten wir uns, okay, ein Ding, was auf jeden Fall fehlt aktuell, ist halt sowas wie ein linker Channel. Da gab es euch auch noch nicht, glaube ich. Also es war Anfang 2020. Anfang 2020. Genau, im März. Und da kam halt dann auch noch der Lockdown. Also wir hatten diese Idee für dieses Projekt. Wir wollten halt Videos machen, Podcasts und so weiter, kulturelle Beiträge. Dann kam der Lockdown und alles wurde irgendwie nach innen verlegt. Man konnte sich nicht mehr so frei treffen. Mhm. Dann haben wir das Projekt einfach vorgezogen. Das sollte eigentlich irgendwie Mitte des Jahres rauskommen. Genau, und dann seit Beginn 2020 sind wir dann dabei. Ja, bisher haben wir halt einige Videos gemacht, damals halt auch noch zu Corona. Und jetzt gerade läuft halt die Reihe zu dem Buch. Genau, da stellen wir halt die Grundlagen des Marxismus-Leninismus vor, von der Philosophie, Ökonomie und natürlich irgendwie, wie organisiert man sich und so weiter, einmal quer quasi. Ja, ähnlich wie bei uns auch der Lockdown und auch die ganze Pandemie hat auf jeden Fall so dieses Podcasting-Business um einiges befeuert. Das ist, glaube ich, in allen Branchen und auf allen politischen Seiten auch so gewesen. Wie viele Leute wart ihr da am Anfang? Am Anfang waren wir, also wir sind ja ein Kollektiv von vielen, aber wir, die quasi dieses Projekt verfolgen wollten, wir waren so 5 Leute ungefähr. Aber es schalten sich halt immer wieder Leute ein, wenn jemand einen Kulturbeitrag hat oder ein Gedicht geschrieben hat, was irgendwie schön ist. Dann veröffentlichen wir das auch. Wir haben auch auf unserer Website klassenbildung.net haben wir halt auch Gedichte veröffentlicht und auch Bilder. Also quasi revolutionäre Kunst wollen wir auch veröffentlichen. Mhm. Aber es ist alles noch ein bisschen in den Anfängen, klar. Aber also es wird. Und wenn du sagst, ihr seid ein Kollektiv von vielen, also wart ihr vorher schon politisch aktiv oder organisiert und das ist dann quasi aus dieser Organisation heraus entsprungen oder wie lief das? Genau, also wir sind in verschiedenen Organisationen, aber uns teilt halt, dass wir quasi KommunistInnen sind, die quasi sagen, ja, wir brauchen eine andere Gesellschaft, wir müssen konkrete Schritte dahin gehen. Und wir denken auch, dass es quasi ein Netzwerk von Revolutionären braucht, die halt diese Schritte gehen können. Und ja, also vorher haben wir halt auch schon Politik gemacht. Ich persönlich mache auch schon seit einigen Jahren Politik. Genau. Aber jetzt so Videoprojekte habe ich halt gar nicht gemacht. Also mit Klassenbildung ist das quasi mein Einstieg gewesen. Genau. Ja, Respekt, also der Kanal, ich hatte dich ja schon vor ein paar Monaten mal kontaktiert, bin auf den Kanal gestoßen, richtig coolen Content, vor allem was so die Basics angeht, also wirklich dem Namen gerecht werden, Klassenbildung. Ja. Ich will ganz kurz mal was zu dem Namen selbst fragen. Interessanterweise haben wir auch so ein bisschen darüber nachgedacht, irgendwas mit Klasse zu nutzen und auch so ein bisschen was mit Bildung, weil unser Programm ist natürlich eigentlich auch Bildungsprogramm, zumindest im Groben sehen wir das schon so als Bildungsprogramm an. Wir hatten, glaube ich, auch sogar die Idee gehabt, Daniel, ich glaube, Klassenzimmer hatten wir, glaube ich, als Idee irgendwie. Da waren wir relativ nah dran gewesen. Klassenzimmer, ja. Klassenzimmer war das, genau. Was steckt hinter den Namen, beziehungsweise dieser YouTube-Kanal? Also was ist so das Konzept dahinter? Was macht ihr da? Also grundsätzlich müssen wir erstmal so
müssen wir erstmal klar haben, wir sehen halt, dass die Gesellschaft in Klassen geteilt ist. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, es ist alles so plural, es ist quasi nach verschiedenen Schichten oder, keine Ahnung, Lebensstil oder was auch immer. Und das gibt es auf jeden Fall, aber wir sagen, das, was maßgeblich ist, ist, dass die Gesellschaft in Klassen geteilt ist. Und viel Bildung stellt sich so dar, als würde sie über den Klassen stehen, als wäre sie klassenunabhängig. Mhm. Also auch das, was wir in der Schule lernen, da wird ja nicht gesagt, das ist die Bildung der Bourgeoisie, sondern die wird gesagt, so ist das, das ist die Wissenschaft. Und wir sagen halt, es gibt halt nicht sowas wie Bildung, die frei von Klasse ist, ist immer irgendwie parteiisch von einer Klasse. Wir sagen halt ganz offen, ja, wir sind parteiisch für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Also, und das ist quasi so der Gedanke hinter dem Namen gewesen. Deswegen, wir wollen halt quasi diese Bildung wieder in der Klasse verankern, dass jeder weiß, was irgendwie der Mehrwert ist, dass jeder weiß, okay, so werde ich ausgebeutet und so. Viele Leute spüren das ja schon. Also es gibt ja quasi diesen Instinkt bei vielen Leuten, dass man verarscht wird, dass man ausgebeutet wird. Aber wir wollen quasi die Bildung in die Klasse reintragen, dass es bewusst wird und dass die Leute auch bewusst die nächsten Schritte gehen können, sich organisieren können und so weiter. Mhm. Und ich meine, einer der Gründe, warum wir am Ende dann nicht den Namen Klassenzimmer benutzt hatten, war, weil wir so ein bisschen so das Gefühl hatten, und das war dann auch in der Diskussion mit Daniel, der eher anarchisch angehaucht ist, ich eher so marxistisch, die Idee hatten, dass das so ein bisschen paternalistisch wirkt, also so ein bisschen von oben herab, als müsste man die Arbeiterklasse irgendwie bilden oder Klassenzimmer, also wir sind die Lehrer und ihr setzt euch jetzt mal hin und wir erzählen euch irgendwas. So, habt ihr da auch mal drüber nachgedacht, beziehungsweise wie geht ihr damit um? Weil wenn man sagt, die Arbeiterklasse braucht Bildung, dann geht man ja schon davon aus, dass die Bildung der Arbeiterklasse schon eines der Probleme ist, eigentlich, dass man anzugehen hat. Ja, also es kann so paternalistisch wirken erstmal, auf jeden Fall. Aber es ist ja nicht so, als würden wir außerhalb der Klassengesellschaft stehen. Also wir sind halt auch Arbeiterinnen und Arbeiter. Ja. Wir kommen aus der Klasse und wir mussten halt auch quasi durch diesen Prozess gehen, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und so weiter. Und ja, wenn man quasi nochmal so rauszoomt und, also das ist ja auch eine Debatte, die schon länger läuft, also das ist ja keine nur aktuelle Debatte. Auch früher wurde sich gefragt, okay, brauchen die Arbeiterinnen und Arbeiter wirklich Leute, Theoretiker, die quasi das Wissen in sie reintragen? Die checken doch selbst, dass sie ausgebeutet werden. Und da hat zum Beispiel Lenin in Was tun halt ganz gut dazu geschrieben, dass es halt schon wichtig ist, oder auch Engels hat darüber geschrieben, dass es wichtig ist, dass unsere Klasse Leute ausbildet, die halt theoretisch auf einem hohen Niveau sind, die halt den Leuten quasi diese Werkzeuge an die Hand geben können, um halt gegen dieses ganze Bildungssystem beziehungsweise diesen ganzen Ideologieapparat kämpfen zu können. Da braucht es halt Spezialisten und Spezialistinnen. Aber ja, das ist halt mit der Bildung so eine Sache. Das ist halt nichts, was man irgendwie einfach im Blut hat oder so, sondern das muss man sich schon aneignen. Wir wollen halt irgendwie das so möglichst einfach machen. Weil irgendwie diese Schriften von Marx, von Engels, die gibt es ja schon seit mehr als 100 Jahren. Na klar. Theoretisch kann die ja jeder lesen, aber wir denken halt so. Nicht so leicht. Ja, genau, ist nicht so leicht. Wir versuchen es mit eigenen Worten in Videos zu machen, in Podcasts. Und das ist quasi unser Beitrag, um die Klasse zu bilden, so dass sie halt bewusst wird, dass sie halt eine Klasse ist. Ja, okay. Es gibt ja im Marxismus-Leninismus, ich bin jetzt im Marxismus-Leninismus nicht so krass versiert, deswegen korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwas falsch sage, aber es gibt ja auch diese Idee der Avantgarde. Ne? Und das ist, was mich dann oft interessiert, ist, inwiefern diese theoretischen Konzepte, über die du sprichst, tatsächlich von der, also nicht von der Avantgarde, sondern von dem Rest der Arbeiterklasse, tatsächlich durchdrungen sein müssen. Also wenn, ich sag's mal so, wenn wir die Möglichkeit hätten, irgendwie allen Leuten die Details von Kapitalband 1, 2 und 3 irgendwie beizubringen, müssen wir das wirklich machen, um die Arbeiterklasse zu organisieren. So, das ist immer so eines der Themen, das mich interessiert. Du hast ja auch zum Beispiel eines eurer Videos, was ich jetzt letztens gesehen habe, war dialektischer Materialismus. Wir haben mal was zum historischen Materialismus gesagt und da war auch ein Feedback, was wir bekommen haben. Ja, geil, aus philosophischer Sicht, super interessant. Aber was bringt das heute eigentlich noch? Warum muss man das wissen irgendwie als Arbeiter? Also ich würde halt sagen, genau diese Philosophie, also der dialektische Materialismus ist halt so aktuell, wie er immer schon war und wie er halt auch immer bleiben wird. Also um die Gesellschaft zu verstehen, wie sie um uns wirkt, da müssen wir halt quasi Werkzeuge haben. Und das ist halt genau dieser dialektische Materialismus. Den kann man halt auf verschiedene Bereiche anwenden. Zum Beispiel, wenn wir ihn auf die Geschichte der Menschheit anwenden, dann haben wir den
den historischen Materialismus. Dann können wir sehen, okay, die Geschichte wird nicht von großen Köpfen geschrieben, von irgendwelchen Herrschern, die halt irgendwie schlau sind und dann ist ihr Reich groß oder die sind dumm und dann zerfällt das Reich, sondern die Geschichte wird von den Massen geschrieben und von den Bewegungsgesetzen der Gesellschaft. Also quasi diese Denkweise, die hilft uns in allen Bereichen unseres Lebens. Und ja, deswegen, also ich denke, das ist halt immer noch aktuell und gerade stehen wir auch vor der Frage, okay, die Umwelt wird halt zerstört von dem System, was machen wir damit? Die Menschen werden zerstört und da braucht es ja auch irgendwie Werkzeuge, wie wir mit diesen Fragen umgehen und das kann halt auch dann nur der dialektische Materialismus sein. Sonst schweift man ab in irgendwie individuelle Lösungen zum Beispiel, das gerade in der Umweltkrise ist es halt ganz groß. Konsumkritik und so ein Kram. Konsumkritik, also, ja. Genau. Und das ist halt, das führt halt dann zu nichts. Also um halt irgendwie die Gesellschaft und ja, diesen Planeten retten zu können, brauchen wir halt irgendwie ein philosophisches Fundament, was quasi wissenschaftlich ist, womit wir halt arbeiten können, womit wir die Sachen verändern können. Also erst verstehen, dann verändern und dann unsere Theorie nochmal verbessern quasi. Mhm. Und das ist halt der dialektische Materialismus. Natürlich klingt das erstmal trocken, dialektischer Materialismus, und wenn man dann irgendwie die verschiedenen Gesetze erstmal kennenlernen muss und so weiter. Aber wenn man sie dann anwendet, dann sieht man sehr schnell, also was es einem bringen kann tatsächlich. Mhm. Wir waren ja als Linke auch schon mal irgendwie weiter, was sowohl die Organisation als auch so das theoretische Durchdringen von diesen Themen angeht. Also wenn man so 100 Jahre zurückspult, die Diskussionen, die da stattgefunden haben, natürlich waren das auch kontroverse Diskussionen, weiß ich nicht, zwischen Bernstein und Rosa Luxemburg zum Beispiel oder so. Aber so das Level, auf der sich die Partei damals bewegt hat und auch die Bewegung damals bewegt haben, ist natürlich ein ganz anderes heute. Was glaubst du, ist denn der Grund dafür, dass diese Themen, vor allem Marxismus an sich oder vielleicht auch im Konkreten der Marxismus-Leninismus, den Halt scheinbar verloren haben in unserer Gesellschaft und dort auch wirklich nur noch so ein Randphänomen geworden sind? Und ist es dann wirklich der Fokus auf Bildung, der das dann auch wieder korrigieren kann? Also das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Also du fragst ja quasi danach, warum die kommunistischen Ideen, die kommunistische Bewegung so... Warum ist die revolutionäre marxistische Bewegung quasi gescheitert? Und zwar fundamental gescheitert, sodass wir eigentlich in einer Regression sind. Also wir sind, wenn man sich, sagen wir es anders, wenn wir als revolutionäre Marxisten herangehen und sagen, wir möchten gerne das System überwinden, dann sind wir, glaube ich, in den letzten 100 Jahren ansatzweise noch nie in so einer schlechten Position gewesen wie heute. So. Ja, also je nachdem, in welchem Land man... Ich rede jetzt über Europa, na klar, ja, du hast absolut recht. Also ein wichtiger Punkt ist halt tatsächlich, dass quasi, wir sind halt in einer Klassengesellschaft und die andere Klasse, die führt halt einen konstanten Klassenkampf gegen uns, also mit ökonomischen Mitteln, wie wir es jetzt gerade sehen, mit den Preiserhöhungen und allem, aber natürlich auch mit ideologischen Mitteln und die haben halt eine Maschinerie, die ist halt so umfangreich, die haben halt so viele Menschen, die bezahlt werden dafür, um ihre Ideologie auszuarbeiten. Also zum Beispiel als Stichwort kann man da den Postmodernismus nennen. Mhm. Also der Postmodernismus ist ja genau das, was zum Beispiel gerade die linken Bewegungen so zersetzt hat, was halt dazu geführt hat, dass die Linken nicht zusammenkommen, sondern alle ihre kleinen Grüppchen bilden und dann am besten noch gegeneinander kämpfen, irgendwie Ausländer gegen Allmanns oder dass sie quasi nicht gemeinsam kämpfen in einer Front als Arbeiterinnen und Arbeiter und quasi gegen oben kämpfen, sondern dass sie gegeneinander gehetzt werden. Da ist halt der Postmodernismus halt einer der Faktoren. Ein wichtiger anderer Faktor ist halt zum Beispiel auch, dass, also der deutsche Imperialismus ist halt clever. Die haben halt eine Strategie entwickelt, wie die halt die Bewegung unterhalten können, also unterdrücken können. Das ist auf der einen Seite die Repression natürlich, mit ihren Gefängnissen, ihrer Polizei, ihrem Militär, und auf der anderen Seite die Integration. Mhm. Also die können quasi... Wenn eine gewisse Bewegung zu kritisch wird oder ein Problem darstellt, können die halt irgendwie Posten anbieten, können Regierungsbeteiligung anbieten. Und wie kritisch bist du dann noch, wenn du irgendwie im Bundestag sitzt und dir sicher sein kannst, okay, Pension, Leben lang, hast eigentlich keine Probleme mehr, außer, keine Ahnung, welches Auto fahre ich heute so. Also die Integration ist halt auch so ein essentieller Bestandteil. So, und ja, dann kommen halt noch irgendwie so spezielle Punkte von Deutschland dazu, nämlich dass wir hier im imperialistischen Zentrum sind, wo quasi noch mehr Profite sind, um Leute zu Wohlstand einfach auch und so, ja klar. Genau, also relativer Wohlstand im Vergleich natürlich. Ne? Natürlich ja. Gibt es ja auch hier viel Armut, keine Frage. Genau, also es gibt
der Grund, warum die kommunistische oder revolutionäre Bewegung gerade unten liegt, ist so vielfältig. Genau, es gibt nicht den einen. Kannst du nicht in zwei Minuten beantworten. Nein, ja, ja. Klar. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage und auch quasi die Auswertung von den sozialistischen Gesellschaften, die wir hatten, ist halt auch eine wichtige Frage, die halt auch quasi Arbeit bedarf, wo man sich halt quasi mit auseinandersetzen muss, um die Fehler nicht zu wiederholen. So. Ja. Ja, vor allem, weil wir halt auch gegenwärtig, wie gesagt, an einem Punkt sind, wo ich das Gefühl habe, dass diese Diskussion, also sagen wir es mal so, wenn wir andere Podcasts hier so im Interview haben, größere Podcasts, sage ich mal, die größten vielleicht, die es so gibt, so draußen, YouTube-Shows, dann ist eigentlich auch so diese Frage nach der Revolution, also wirklich diese Idee, dass wir den Kapitalismus nicht nur besser machen wollen, sondern dass wir ihn überwinden wollen, ist eigentlich selbst unter Linken eigentlich relativ, ja, stößt auf relativ schnell auf Ablehnung einfach. Ja? Wir hatten auch schon Diskussionen. Natürlich gibt es dann auch einfach diese strammen Ideologen Reformer, die einfach sagen, nein, wir müssen das System reformieren in ein postkapitalistisches. Okay, aber dann gibt es auch andere einfach, die sich das einfach gar nicht mehr vorstellen können. Ja? Also im Sinne von, also wenn wir mal ehrlich sind, ich kenne kaum jemanden, der wirklich im Kopf hat, so als Ziel, ich will, dass wir diese Produktionsweise ändern und ich will, dass wir zu einer kommunistischen Produktionsweise kommen. Gibt es nicht viele, die das dann auch einigermaßen theorisieren und das nicht nur als so einen Identitätspunkt nutzen, also, von wegen, also quasi so ein Cosplay machen, ey, ich bin jetzt hier der krasse Kommunist oder so. Und das ist ein Riesenproblem. Und warum das so ist, das zu untersuchen und auch zu fragen, inwiefern wir Marxisten da gescheitert sind auch. Und das also auch nicht immer nur auf andere zu zeigen und zu sagen, oh ja, der kapitalistische Staat, der hat uns manipuliert und so weiter. Und ja, das war ja auch kein Sozialismus in der DDR und so, sondern wirklich da auch selbstkritisch zu sein, finde ich extrem wichtig. Ja, nur mal so ein kurzer Brainstorm von mir. Ja, ich denke halt auch, dass es quasi genau das braucht. Also es braucht quasi eine kritische Auseinandersetzung, weil also wir stehen halt in einer Tradition, die halt wissenschaftlich ist. Also es geht nicht darum, mein Team, dein Team und mein Team ist besser als dein Team, wie beim Fußball oder so. Sondern wenn man sagt, okay, ich bin Marxist, ich bin Marxistin, dann stellt man sich in eine Tradition von Marx, Engels und so weiter. Also je nachdem, was für eine Theorie man folgt. Und zum Beispiel Engels hat ja gesagt, Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Also Sozialismus soll nicht mehr einfach nur die Idee von einer schönen Gesellschaft bleiben, sondern es soll quasi ein wissenschaftlicher Ansatz sein. Es soll die Frage sein, okay, wie kommen wir dahin? Was macht es aus? Was sind quasi die Entwicklungsgesetze dahin und so? Also, und genau diesen Schritt muss man gehen. Man muss halt wegkommen von diesen reinen, ja, das ist meine Identität und alle anderen sind doof, so, keine Ahnung. Ja, genau. Oder dieser Kampf gegen Anarchos versus Marxisten, so. Und das hat irgendwie was von einem Hockeyspiel oder so, wo man sich dann am besten prügelt am Ende. Also so anstelle einfach zu sagen, okay, ja, hier gerade konkret in diesem Arbeitskampf arbeiten wir zusammen so und es irgendwie so wissenschaftlich anzugehen und dann halt auch so klar die Differenzen zu nennen und nicht irgendwie so, ja. Als beste Metapher seit langem. Es ist halt tatsächlich, als wäre man im Hockeyspiel, ja. Also ist es, ja. Was mich interessiert ist, ihr seid ja generell, also man sieht das hier auch an dem Buch so ein bisschen und auch der YouTube-Kanal. Ihr habt euch schon aktiv entschieden, so mehr so die Codes, sage ich mal, und auch so die Farben der traditionellen kommunistischen Bewegung zu nehmen. Wir haben das ja ganz konkret gegen entschieden, auch extra dieses Violett genommen, weil wir bis einerseits natürlich, er ist schwarz, ich bin rot, de facto Anarchos und Kommunisten, also wir sind ja hier zusammen unterwegs, aber andererseits auch einfach versucht haben, uns so ein bisschen fernzuhalten von dieser Symbolik, auch Hammer und Sichel und so rauszulassen, auch wenn das uns selbst natürlich am Herzen liegt. Ihr habt das nicht so gemacht, ihr seid jetzt nicht so hardcore mit Hammer und Sichel und Stalin-Porträt im Hintergrund und so, aber ihr geht da schon einen anderen Weg. Wie seid ihr auf dieses Design und auf den Stil gekommen, den ihr so vertretet und habt ihr da konkret drüber nachgedacht oder hat sich das so ergeben einfach? Also tatsächlich ist es eher so pragmatisch gewesen, also wir haben halt einen gewissen Stil, den wir halt auch in unserer politischen Praxis benutzen und ja, also ich bin halt gar nicht so der Typ, der irgendwie so viele Gedanken über die Form sich macht. Ich denke mir halt auch so, okay, Marxismus, Leninismus, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, benutze halt einen anderen Begriff, weil das ist irgendwie abschreckend. Ja, oder sag nicht mehr Sozialismus. Oder nicht mehr Kommunismus, sag einfach Humanismus oder so, oder Postwachstum oder was auch immer. Und ich denke, das ist dann wiederum, das geht dann wieder
in den Inhalt rein. Also ich denke, da würde man dann halt quasi seine eigene Theorie verfälschen. Ja. Deswegen, ich finde es gut, wenn man quasi klare Begriffe benutzt. So, also das den Begriff benutzt, Marxismus-Leninismus, wie man es halt meint. Aber ja, also zur Form habe ich mir jetzt nicht die großen Gedanken gemacht. Aber ich muss nochmal dazu sagen, das Buch ist nicht von uns, sondern wir arbeiten halt damit. Stimmt. Genau. Ja, stimmt, ja. Aber auf unserer Website findet man halt auch irgendwie, also Kommunismus ist ein Wort, was wir jetzt nicht verbergen. So. Ja, na klar. Und wir auch. Wir wir gehen halt quasi mit stolzer Brust an die Sache ran, haben da nichts zu verstecken. Und ja. Und was ist dann so, also zumindest wenn ihr darüber nachdenkt, wer bei euch so die Videos guckt und in den Kommentar mit reinschreibt und manchmal so in den Chats dabei ist oder so, falls ihr mal was live macht, weiß nicht, ob das auch passiert, auf jeden Fall kriegt ihr ja bestimmt Feedback. So, wer sind eigentlich so die Leute, die ihr da ansprecht? Beziehungsweise, also wer sind die Leute, die ihr real ansprecht und wen würdet ihr eigentlich am liebsten erreichen? Also am liebsten würden wir natürlich so ganz normale Arbeiterinnen und Arbeiter, die vielleicht auch gar nicht politisiert sind, erreichen. Hm. Also das wäre natürlich das Optimum und das tun wir auch teilweise, weil auch da in diesen politischen Kontexten, wo wir arbeiten oder in unseren Betrieben und so weiter, wo wir halt sind, da gehen die Videos auch rum so und da politisieren die Videos wirklich Leute. Sehr und geil. Das ist halt richtig gut. Aber natürlich ist halt auch Standard die linke Szene im Internet, die halt auch gerne bei unseren Videos ist und finde ich auch überhaupt nicht schlecht. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut, in quasi einen Diskurs mit der linken Szene zu treten und quasi eine Diskussion anzufangen, eine Debatte anzufangen. Aber zu der Sache mit Live-Videos, das machen wir noch gar nicht. Mhm. Einfach aus technischen Gründen. Das ist, also wie gesagt, wir machen halt viel politische Praxis auch noch so neben Klassenbildung. Und das ist quasi ein Projekt, was wir auch verfolgen. Und da können wir gerade nicht alle unsere Energie einsetzen. Ich kenne das völlig. Aber live ist halt nochmal ein ganz anderes Level von Aufwand. Also denke ich mir. Du, wir haben gemerkt, dass es das umgedreht war. Ne? Dadurch, dass wir haben anfangs unsere Monatsfolge immer aufgezeichnet. Und dann kam ein ganzer Wulst an Post-Production noch hinzu. Ne? Schneiden und Color Grading und irgendwelche Animationen noch einfügen und Sounds hier und da und Musik. Und das hat dann alles richtig viel Arbeit gebraucht. Und dann haben wir uns überlegt, okay, bereiten wir das einmal vor mit so einer Software. Und dann können wir diese Bilder einfügen, wenn wir sie brauchen und so. Und seitdem machen wir die Monatsfolge. Wir bereiten dann nur noch die Inhalte vor für die Monatsfolge und ziehen das durch. Ja, das klingt eigentlich Hammer. Gleichzeitig, ausprobieren. Gleichzeitig bist du dann halt aber auch darauf fixiert, dass du halt live gehst, Leute hören dich und weiß ich nicht, wenn du einen Vortrag hältst über dialektischen Materialismus und du dann im Nachhinein merkst, scheiße, ich habe was falsch gesagt, dann hast du entweder die Möglichkeit, das oben zu lassen oder es zu löschen und nochmal zu machen, so weißt du, das ist halt der andere. Ja, klar. Ja. Aber ich kann es empfehlen, was total bereichernd ist, ist die Interaktion mit dem Chat und mit den Leuten, die zuschauen. Mhm. Vor allem Leute, die dann regelmäßig dabei sind, das ist wirklich sehr, sehr bereichernd, weil da kriegst du dann wirklich einen direkten Draht zu den Leuten, denen das wichtig ist, was du machst. Heute haben wir Aufzeichnung, deswegen sehen wir das nicht. Aber das ist mir persönlich auch sehr wichtig geworden. Ja, vielleicht kommt das ja noch, eine Live-Folge. Wenn ihr da irgendwann Hilfe braucht oder so, oder Unterstützung, sagt Bescheid. Wir haben da mittlerweile ziemlich viel Expertise, die wir auch teilen. Wir haben halt auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns halt auch quasi Kritiken schicken und die sagen, yo, das habt ihr Hammer gemacht und das macht ihr nächstes Mal besser. Das war meine Frage. Das ist halt auch richtig gut. Also, oder wenn Leute einfach Wünsche äußern, so. Ja, wenn Leute quasi ihren Alltag bestreiten, dann denken die sich so, okay, dazu brauche ich mal ein Video, das will ich mal irgendwie analysiert haben. Und dann schreiben die uns quasi, yo, mach mal ein Video dazu, fände ich voll interessant. Und das ist halt, das ist immer Hammer, wenn man dann quasi sieht, okay, die Leute wollen irgendwie zu einem bestimmten Thema was. Oder wir machen auch manchmal Tutorials, zum Beispiel, wie melde ich eine Demo an? Da haben wir ein Tutorial gemacht. Weil auch in der Praxis haben wir gemerkt, viele Leute haben da so eine Hürde, dass sie sagen, okay, Kontakt mit Stadt oder Polizei ist immer stressig und so. Und letztendlich haben wir quasi ein Tutorial gemacht und sowas wie eine Vorlage. Du kannst quasi nach Viertelstunde kannst eine Demo anmelden. So ist es gar kein richtig, Stress. Also richtig beeindruckend. Ich glaube, das letzte Video war irgendwie sowas mit, wie organisiere ich ein Arbeitstreffen oder sowas. Genau. Also so richtig schön aus der Praxis, für die Praxis. Ja. Fantastisch. Und das auf jeden Fall. Das kam halt dadurch, dass Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, yo, mach mal ein Video, wie man ein Treffen macht. Ja. So ganz basic. Dann haben wir halt gesagt, okay, was gehört zu einem Treffen? Verschiedene Rollen. Also jemand muss ja irgendwie Protokoll führen, also aufzeichnen, was besprochen Agenda wurde. Und hier, genau. Und dann haben wir es so ein bisschen durchdacht, haben das Video gemacht und Hammer. Ja, ich denke, das hilft halt dann auch tatsächlich Leuten, hilft auch der Praxis. Also das ist quasi auch unser Ding, dass wir quasi Theorie und Praxis quasi verbinden wollen, dass es halt in engen Kontakt ist, dass es einander hilft,
quasi, dass beides quasi dadurch auf eine höhere Stufe gehoben wird. Genau das wollen wir ja bewirken. So. Ja, hört sich gut an. So muss es sein. Ja. Aber zu dem anderen Punkt, du hast ja gesagt, ihr kriegt Feedback und manchmal kriegt ihr auch also konstruktiv, aber auch negative Kritik. Mhm. Kannst du so ein bisschen scheren, so, was so die Sachen sind, wo sich dann manchmal beschwert wird oder gesagt wird, mach das doch mal anders oder so? Also bei uns zum Beispiel kriegen wir regelmäßig die Ansage, dass unsere Videos zu lang sind. Manche finden die Videos einfach zu lang, weil das dauert dann halt mal eine Stunde oder anderthalb Stunden. Mhm. Was ist so das Feedback bei euch gewesen? Also Länge der Videos hatten wir nicht so viel Feedback, aber es gibt natürlich irgendwie so innerlinke Grabenkämpfe, die irgendwie ausgetragen werden müssen, aus Gründen, die ich nicht kenne. Dann gibt es halt noch den einen oder anderen Rechten, der denkt, dass er da irgendwie was bewirken kann, aber das ist halt auch, das ist so marginal quasi. Ja, ja. Und tatsächlich halt auch viel fruchtbares Feedback. Ja. Also zum Beispiel, wenn man sich einfach die technische Verarbeitung unserer Videos anguckt. Am Anfang waren wir noch komplett amateurhaft und wir sind immer noch so ein bisschen schwankend, also wir müssen uns immer noch so ein bisschen eingrooven. Ja, haben auch, genauso, ja. Haben auch irgendwie ein paar Änderungen gemacht mit Kamera, also andere Kamera, anderes Mikro und so weiter. Also das ist immer noch so ein bisschen der Prozess, aber da haben wir halt auch wichtiges Feedback bekommen zu den Farbeinstellungen, so alles Mögliche halt. Und halt auch irgendwie quasi, wie man Informationen anständig präsentiert, da kam halt immer wieder was. Und das, also davon lebt es halt auch. Das hilft uns halt enorm einfach. Okay. Wo wollt ihr denn dann mit Klassenbildung hin? Also du hast ja auch schon erzählt, ihr habt kleiner angefangen, aber das Ding ist jetzt auch ein bisschen gewachsen. Jetzt kommt dieses Buch und so. Ihr scheint ja wirklich Ambitionen zu haben, da was Größeres zu bauen. So, was ist euer Ziel, das ihr gerne erreichen wollt? Vielleicht in diesem Jahr und vielleicht dann auch langfristig. Genau, also in diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, noch einige von diesen Grundlagenvideos rauszubringen, also Grundlagen des Marxismus-Leninismus, da noch einiges zu erklären. Beim Podcast wollten wir jetzt quasi den nächsten Step machen und quasi Dialoge machen. Bisher ist es so, dass die Sarah halt immer quasi sich informiert zu einem Thema und dazu dann eine Podcast-Folge macht. Kommende Folgen könnten halt mit mehreren Personen sein, auch Dialoge, auch ein bisschen lockerer und so. Bisher ist es halt sehr inhaltlich sehr stark und so und ja, man guckt halt, ob man das so ein bisschen ausdifferenziert. Und ja, vielleicht machen wir auch irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen so Laberfolgen, aber so ein bisschen lockeres Ambiente könnte auch kommen. Wir haben eine, die heißt Laberrunde. Ne? Das ist eines unserer Formate, genau so gedacht. Ja. Aber das noch steht noch nicht ganz so fest. Also wir denken, wir sind halt gerade noch auf dem richtigen Weg. Wir wollen halt auch viel mehr kulturelle Beiträge machen. Also mehr Gedichte hochladen zum Beispiel oder vielleicht quasi sowas wie Filmrezensionen fänden wir auch richtig cool oder Buchrezensionen, so Sachen wollten wir halt auch viel mehr machen noch. Oder Buchvorstellungen könnten wir uns auch vorstellen. Also ja, und es lebt halt auch davon, dass Leute auf uns zutreten, auch quasi aus diesen Kontexten, wo wir halt organisiert sind, dass sie halt sagen, yo, ich habe dieses Buch gelesen und das hat was mit mir gemacht und ich will dazu was sagen oder das will ich mal analysieren. Also wir wollen auch auf jeden Fall unser quasi kulturelles Angebot noch erweitern, revolutionäre Kultur machen, auch auf dem Kanal. Das ist so ein bisschen Ziel für die Zukunft, ja. Okay, wie kann man euch irgendwie unterstützen? Habt ihr irgendwie ein Spendenkonto oder irgendwas in der Richtung, ein PayPal oder sowas? Gerade nehmen wir keine Geldspenden tatsächlich, also auch, weil wir es einfach nicht eingerichtet haben. Aber man kann uns unterstützen, indem man Kritik schickt zum Beispiel, also sagt, dass man sich wünscht für den Kanal oder natürlich, indem man es teilt, die Videos. Das halt hilft uns immer riesig, wenn Leute die Videos teilen. Das ist immer Hammer und die Podcasts auf jeden Fall. Also so kann man uns auf jeden Fall unterstützen. Die Podcasts, kommen die regelmäßig oder? Die kommen eigentlich regelmäßig, aber jetzt gerade hat die Sarah halt viel zu tun. Das hängt halt immer davon dann ab. Und gerade auch politisch ist halt auch eine sehr krasse Zeit. Ja. Okay. Und ihr seid auch alle politisch aktiv dann noch. Ja, ja, genau, genau. Und dann wahrscheinlich noch Lohnarbeiter, wie du meintest. Ja, ja, so. Genau, also. Ist schon dann mehr als ein Fulltime-Job irgendwann, auf jeden Fall. Ja. Alright, wir haben jetzt ziemlich viel über Marxismus, Leninismus gesprochen. Genau. Und ich bin ja relativ bekannt hier in dem Podcast dafür, dass ich auf jeden Fall mich als Marxist sehe, beziehungsweise Marx studiere quasi. Vielen Leuten ist oft nicht klar, was der Marxismus-Leninismus eigentlich ist. Ja, es wird auch oft einfach nur so über den Kamm geschert als einfach Tanky-Stalinismus zum Beispiel, obwohl es da nochmal ein anderes Wort gibt für. Und was ist denn dann eigentlich dieser Marxismus-Leninismus und was ist an dem so unterschiedlich zu dem normalen Marxismus? Also bei Marxismus-Leninismus kann man sagen, dass er quasi so auf drei Säulen steht. Man kann sagen, der hat quasi eine philosophische Säule, das ist der dialektische Materialismus.
Dann hat er quasi die Analyse der Ökonomie, die politische Ökonomie, sagt man. Und dann quasi so die Analyse von dem wissenschaftlichen Sozialismus, also von den Klassen, von dem Sozialismus. Das kommt halt historisch daher, dass Marx hat sich halt viel mit diesen drei Sachen auseinandergesetzt. Mhm. Also Marx war halt quasi, war auch ein Philosoph, er hat sich viel mit Hegel auseinandergesetzt, aber er hat Hegel quasi materialistisch umgedacht. Hegel war ein deutscher Philosoph, der quasi sehr einflussreich war zu seiner Zeit. Und Marx hat dann halt quasi Ende der 40er Jahre, 1840er Jahre, hat er dann quasi ein paar Standardwerke rausgebracht, wie Deutsche Ideologie zum Beispiel. Da hat er sich sehr mit diesen philosophischen Fragen auseinandergesetzt. Und da hat er zum Beispiel auch den historischen Materialismus entwickelt. Also quasi diese Weltanschauung, dass man sagt, die Geschichte wird nicht von einzelnen Menschen geschrieben, sondern die Geschichte passiert quasi aufgrund von Gesetzen. So wie wir es quasi in jeder Wissenschaft auch machen. In der Physik sagen wir ja nicht, okay, keine Ahnung, der Stein wird von der Erde angezogen, weil der Stein das will oder was auch immer, sondern wegen der Gravitation, wegen dem Gravitationsgesetz. Und Marx hat dann gesagt, ja okay, diese Gesetze gibt es auch für die Gesellschaften. Dann hat Marx sich halt auch noch die Ökonomie angeguckt, weil das hat ihn quasi dazu gezwungen, sich auch die Ökonomie anzugucken. Und dann ist er halt darauf gestoßen, auf die ökonomischen Grundgesetze des Kapitalismus. Hat dann halt auch die vorhergegangenen Gesellschaftsformationen ökonomisch analysiert. Also im Kapitalismus die Produktion für Profit, dass wir quasi in eigene Tasche wirtschaften, aber immer mehr Menschen zusammengefasst werden in Betrieben und so weiter und was das für Widersprüche gibt. Das hat sich Marx dann angeschaut. Und dann gibt's halt quasi noch diese ganzen utopischen Sozialisten, so nennt man die. Das waren quasi Vorgänger von Marx und Engels. Die haben auch gesagt, ja okay, diese Gesellschaft bringt riesiges Leid hervor und wir müssen das irgendwie abschaffen. Dann gab es zum Beispiel einen, der hieß Robert Owen, das war quasi ein schottischer Fabrikbesitzer, der hat gesagt, okay, dieses riesige Leid, das müssen wir abschaffen, wir starten eine neue Gesellschaft. Und dann haben die quasi ihre Sachen gepackt und haben quasi auf einem freien Stück Land versucht, eine neue Gesellschaft zu bauen, komplett gescheitert, ja, klar, ja. Also komplett. Und trotzdem hat Marx und Engels haben sehr viele Lehren daraus gezogen. Und dann sind quasi diese drei Säulen entstanden, auf denen sich quasi der Marxismus aufgebaut hat. Und dann, der Marxismus ist ja quasi wie ein Werkzeug, was halt immer wieder angewendet werden muss, sonst veraltet ist. Und das hat zum Beispiel Lenin gemacht. Lenin hat halt Marx studiert, hat halt seine Zeit studiert, hat dann quasi gesagt, okay, Kapitalismus ist so weit fortgeschritten, dass es jetzt Monopole gibt, die alles bestimmen und so weiter. Und hat dann die Imperialismus-Theorie auch noch herausgebracht. Und deswegen sagt man, okay, Lenin hat das halt nochmal weiterentwickelt, Marxismus, Leninismus quasi. Was auch ultra wichtig bei Lenin ist, ist quasi, dass Lenin war halt ein guter Theoretiker, aber er hat halt auch eine Revolution angeführt. Mhm. Eine erfolgreiche Revolution, wo halt das erste Mal die Ausbeutung abgeschafft wurde, also die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Wo es halt das erste Mal einen Staat der Werktätigen gab. Mhm. Und so, und das ist quasi, ja, das sind halt Sachen, aus denen man lernen kann, aus denen man lernen muss, wenn man es halt, wenn man selbst diese Ausbeutung mal abschaffen will. Weil wir können es halt nicht machen wie Robert Owen, dass wir sagen, okay, keine Ahnung, wie Elon Musk, wir setzen sie jetzt in eine Rakete und fliegen auf den Mars und machen eine neue Gesellschaft. Sondern wir müssen halt hier diesen Planeten uns angucken, seine ökonomischen Gesetze angucken und gucken, wie er funktioniert, was die Widersprüche sind und dann quasi gucken, wie wir uns organisieren müssen, was Lenin ja quasi entwickelt hat. Einer der zentralen Punkte ist dann ja auch die Funktion der Partei. Ja. Im Marxismus und Leninismus, so wie ich das zumindest verstanden habe, dass es die Notwendigkeit gibt, halt dieser Partei, die natürlich die Vertretung der Arbeiterklasse ist und dann durch den, also nicht den Umsturz, sondern durch die Übernahme des Staates quasi in die Diktatur des Proletariats verwandelt wird. Na, diese Idee von Marx, dass dann am Ende die Arbeiter in der Übergangszeit den Staat unter ihre Kontrolle bringen, auf dass der Staat dann wirklich im Interesse der Arbeiter agiert und das dann dazu führt, dass der Staat mit der Zeit dann auch gar nicht mehr gebraucht wird, weil dann tatsächlich der Kommunismus irgendwie stattfindet. Wenn wir uns heute angucken, wo wir da sind, was die revolutionäre Partei angeht, die ja eine der Notwendigkeiten ist, dann sieht es ja relativ arm aus eigentlich. Ja, leider. Also gerade in Deutschland sieht es sehr arm aus. Aber eine Sache muss ich richtig stellen. Also die Kommunisten versuchen nicht, den Staat zu übernehmen, sondern tatsächlich muss ein neuer Staat geschaffen werden und der hier halt gestürzt werden. Weil diesen Staat kann man nicht übernehmen. Also dann müsste man ja quasi
keine Ahnung, das Parlament und die Polizei, die komplett Nazi durchseucht ist, und die Geheimdienste, die komplett von Faschisten auch aufgebaut wurden, und die Bundeswehr und so weiter, das kann man nicht übernehmen, sondern man braucht quasi was Neues, nämlich einen Rätestaat, also quasi einen Staat, der auf Räten aufbaut, der, wo quasi die Arbeiterinnen und Arbeiter die Macht wirklich ausführen, so wirklich in der Hand haben. Ja, ich glaube, da ist es dann ist eine Definition darüber, was das Übernehmen für mich heißt. Ich meine jetzt natürlich nicht Übernehmen im Sinne von, sie sollen einfach gewählt werden und dann sind sie irgendwie die Regierungspartei oder so. Also sondern, so die Linkspartei. Also im Endeffekt meinte ich damit natürlich auch vor allem die Staatsmacht übernehmen. Ja? Also die in der Lage sein, halt, wie gesagt, die Staatsorgane, wie du schon meintest, irgendwie unter Kontrolle zu bringen und in ihrem Interesse handeln zu lassen. Aber zur Frage der Partei, also ich denke, das ist halt immer noch eine brennende Frage, und gerade in Deutschland ist die Bewegung so schwach, weil es halt diese Partei nicht gibt. Also es gibt halt keinen... Oder gibt es die Partei nicht, weil die Bewegung so schwach ist? Ich denke tatsächlich, die Partei ist das, was man quasi, das Kettenglied, was man packen muss, woran man ziehen muss, um alles andere mit nach vorne zu ziehen. Mhm. Also wenn es halt die Partei gibt, oder wenn es quasi dieses Netzwerk von Revolutionären gibt, die quasi geschult sind in der Arbeit, in der revolutionären Arbeit, dann schaffen wir es auch, eine Arbeiterinnenbewegung aufzubauen. Aber natürlich geht das nicht irgendwie erst das eine, das andere, sondern natürlich ist es quasi ineinander verwoben. Das ist natürlich immer so ein wechselseitiges Verhältnis. Und was sagst du dann zur Linken? Ist das vielleicht ein Potenzial? Kann man zur Linkspartei? Ja. Tatsächlich würde ich sogar sagen, dass sie in weiten Teilen sogar schädlich sind, also weil sie gerade diese Integrationsfunktion erfüllen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, so was Reformistisches zu unterwandern. Ich denke, das ist quasi eine Strategie. Wenn man sich fragt, okay, ich möchte eine Revolution machen, dann ist ja sehr seltsam, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt in eine reformistische Partei und versuche die irgendwie so komplett umzulenken. Einer aus unserem Team, der Fabian, der ist ja auch strammer Marxist auf jeden Fall und auch ein revolutionärer Marxist. Also kein Reformer. Und der bringt halt dann das Argument dafür, dass er auch in der Linken organisiert ist, was sich ja auch schlüssig anhört. Die Idee, dass die Linkspartei, die PDL, weiterhin immer noch die eine Organisation ist in Deutschland, die meisten revolutionären Marxisten tatsächlich beherbergt, also die Mitglieder, die tatsächlich in dieser Partei mit unterwegs sind, ja, also die... da sind einfach relativ viele Marxisten mit unterwegs, und deswegen seine Idee, ja, es macht Sinn, dass ich mich in dieser Partei mit organisiere, auf dass wir uns vielleicht gemeinsam mit denen dann organisieren können innerhalb der Partei, um dann das Ruder umzuschwenken. So, was denkst du denn dazu? Also ich finde, das zeigt einen ganz guten Punkt auf, nämlich gibt es halt so viele schlaue Köpfe, so viele Leute, die quasi engagiert sind, die viel Energie haben, die halt auch gewisse Sachen verstanden haben, was zum Beispiel den Marxismus angeht, die halt gerade dann in der Linkspartei dann auf irgendwelchen Sitzungen sitzen und irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Tag irgendwelche Anträge wälzen und so weiter. Währenddessen gibt es halt eine Klasse, die geknechtet wird. Jetzt gerade schießen die Preise in die Höhe und die Löhne kommen gar nicht nach, nicht annähernd. Und so die Linkspartei ist quasi dieses Sammelbecken, ist wie so ein Staubsauger für diese ganzen für dieses Potenzial, was quasi dann stillgelegt wird, dann frage ich mich, okay, wo wären denn diese ganzen Revolutionäre, wo wären denn diese ganzen Marxistinnen und Marxisten, wenn es die Linkspartei nicht gäbe? Wo wären die denn, wenn es eine KPD gäbe zum Beispiel? Also heute waren wir auch auf der Demo, auf der LDL-Demo. Es gibt ja eine MLPD und eine DKP zum Beispiel, die gibt es ja auch. Die sind auch, also die sind schon relativ klein, aber die sind schon bekannt trotzdem. Die können auch dahin gehen. Warum gehen sie eigentlich nicht dahin? Also ich denke, da gibt es gute Gründe, nicht zu denen zu gehen. Also, okay. Aber also wir waren ja zum Beispiel heute auch wir haben ja Luxemburg und Liebknecht gedacht, und die haben ja auch den Schritt gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen aus der SPD raus, wir gründen die KPD. Mhm. Und kurz danach wurden die halt ermordet. Ja. Aber ich denke, das ist halt ein wichtiger Schritt, und jeder Marxist, jede Marxistin, die quasi wirklich es ernst meint mit der Revolution, die muss halt auch diesen Schritt gehen tatsächlich. Also den Bruch mit der Sozialdemokratie und quasi das Neue aufbauen. Das Neue, was halt auch fähig ist, die neue Gesellschaft hervorzubringen. Mhm. Und dieses Potenzial sehe ich halt in der Linkspartei nicht. Und gerade wenn man sieht, wo die Linkspartei mehr Stimmen kriegt, da siehst du keinen Unterschied zwischen SPD und Linkspartei. Also Linkspartei privatisiert auch zum Beispiel, hat auch in Berlin hier riesige Privatisierung vorgenommen und so weiter. Also, ja, mit vorgenommen, die waren da Teil einer Koalition, aber ist schon richtig, ich weiß, was du meinst, also stimme ich dir hundertprozentig zu. Ja, klar.
Ja, ich bin da auch mit dir auf einem Nenner auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es langfristig gesehen, kurzfristig gesehen gibt es Benefits, die zum Beispiel die Linkspartei jetzt zu wählen und sich da auch zu organisieren, glaube ich. Zum Beispiel einfach der Fakt, darüber haben wir gerade vorhin beim Essen gesprochen, der Fakt, dass das Budget der Rosa-Luxemburg-Stiftung komplett an der linken Partei, an der Linkspartei hängt. Ja? Und das ist natürlich eine wichtige Institution, die wir auch so nicht verlieren möchten, idealerweise, auch wenn da natürlich auch viel zu kritisieren ist. Aber langfristig gesehen komm ich auch immer mehr so auf den Trichter, dass es wahrscheinlich eher ein Stock im Rad ist und uns eher davon abhält. Andererseits glaube ich auch, dass wenn die Linkspartei jetzt baden geht, noch mehr baden geht, oder sich vielleicht komplett auflöst oder splittet in eine von der Wagenknecht und dann noch irgendwas anderes, glaube ich auch nicht, dass der Automatismus dann direkt ist, dass daraus dann eine KPD springen würde zum Beispiel. Ja, das denke ich auch nicht, aber... Was mich interessiert, und die Frage jetzt an dich, wäre, was müssen wir denn dann machen? Also angenommen, wir überwinden dieses Hindernis der Partei Die Linke, was müssen wir denn dann machen, um an diesen Punkt zu kommen, dass wir wieder eine relevante Partei werden, die parlamentarisch auch Macht ergreifen kann? Ja, also... Da sind halt viele Schritte notwendig tatsächlich. Man muss es halt, also mit Klassenbildung versuchen wir quasi irgendwie dazu beizutragen, dass quasi die Bildung verfügbar wird, dass die Leute das Bewusstsein haben, dass diese Schritte notwendig sind. Aber letztendlich müssen sich halt diese Organisationen aufbauen, muss halt quasi, die KPD fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern ja, muss halt quasi in einem langwierigen Aufbauprozess muss sie halt aufgebaut werden und tatsächlich müssen auch alle Kommunistinnen und Kommunisten zusammenrücken und weil, also kleine Splittergruppen können das halt nicht alleine machen, so es ist halt ein langwieriger Prozess, die Partei gründet sich nicht einfach so. Ich sehe das genauso wie du, also ich habe auch, wenn ich darüber nachdenke, dann ist das für mich so wie, wir waren früher schon mal viel weiter, was die Organisation der revolutionären Linken angeht. Wir sind jetzt auf einem historischen, also ich würde es als ein historisches Tief bezeichnen, was die Organisation dieser revolutionären Linken angeht. Und jetzt gibt es so viele Schritte zu tun, um irgendwie dahin zu kommen, dass wir eine Partei sind, die irgendwie parlamentarisch Macht ergreifen kann, dass es eigentlich noch gar keinen Sinn macht, über diese, weiß ich nicht, Schritt 70 und Schritt 80 nachzudenken, sondern wir wirklich erstmal über die Basics nachdenken müssen. Und deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich bei 99:1 so sehr darauf beharre, dass wir uns auch mit Theorie beschäftigen, so wie ihr das halt auch macht, weil das ist dann eine der Voraussetzungen, finde ich, dass man bestimmte Sachen dann auch auseinanderhalten kann und halt auch weiß, dass eine bestimmte Denkweise, eine reformistische Denkweise, dann halt auch einlädt, bestimmte Aktionen, politische Aktionen zuzulassen, die dann im Endeffekt dem revolutionären Ziel wieder schädlich sein können. Und deswegen ist es so wichtig, es so gefestigt zu sein in der Theorie und es nicht reicht, sich einfach nur moralisch irgendwie aufzuregen über den ganzen Traum. Aber ich finde genauso. Ich finde, gerade da sind wir halt in ultra hoffnungsvollen Zeiten, also während gerade diese ganzen Angriffe auf die Arbeiterinnen und Arbeiter kommen, ist es ja nicht so, als würde quasi diese Ruhe, die wir das letzte Jahrzehnt oder was auch immer hatten, als würde das immer noch aufrecht bleiben. Weil die Leute streiken halt tatsächlich immer mehr, also international sowieso, aber auch in Deutschland, wo quasi Streiks so eng reglementiert sind in Tarifrunden und so weiter. Mhm. Und trotzdem wird immer mehr gestreikt, auch wilde Streiks gibt es immer mehr. Und gleichzeitig gibt es halt quasi diese linken Bildungsangebote, wie wir sie halt haben, dass wir quasi die Theorie zur Praxis bringen. Und unser Ziel sollte es dann sein, dass wir quasi die Leute, die schon so gefrustet sind von dem System, dass wir denen quasi noch dieses Werkzeug, die Theorie an die Hand geben, dass sie quasi sehen, okay, nicht nur ich will einen höheren Lohn oder mehr Urlaub, sondern ich will mehr Lohn, aber ich werde halt auch ausgebeutet und wir werden ausgebeutet und wir stehen hier im Kampf zweier Klassen. Also dass quasi dieser Bewusstseinsprozess losgeht und ich denke, da sind wir halt in ultra hoffnungsvollen Zeiten. Gerade weil halt immer mehr Aktivität auf den Straßen ist und die Theorie ist da, wir müssen sie halt quasi nur noch aufbereiten und natürlich auch neu anwenden, aber das ist halt auch mal eine ganz andere Frage. Aber ich denke trotzdem, gerade sind wir eher im Aufwind, würde ich sagen. Ja, ich bin immer vorsichtig mit diesem Optimismus, weil ich irgendwie so, ich bin relativ pessimistisch, was das angeht, einfach wenn ich mir anschaue, wie sich diese Bewegungen, sobald sie dann wirklich eine gesellschaftliche Signifikanz erreichen, entwickeln und so wie du das auch meintest, dann halt auch oft einfach gekooptet werden. Also
über einige dieser Bewegungen hatten wir jetzt schon gesprochen, ich will die jetzt nicht beim Namen nennen, aber da dann reinzukommen, das versuchen wir auch. Ich bin da genauso motiviert wie du. Lass uns in 2 Jahren nochmal quatschen, wie das funktioniert hat und wie wir auch wachsen können. Ich glaube, eine der großen wichtigen Sachen für die linken Medien ist natürlich auch, dass wir wachsen über unsere Randbereiche hinaus. So, ja? Also, dass wir auch im Bürgerlichen sagt man, die bürgerliche Mitte irgendwie erreichen und auch dort Leute ansprechen können, die normalerweise, weiß ich nicht, eine CDU wählen würden oder eine SPD oder so. Aber ich würde auch sagen, dass die Leute halt auch immer empfänglicher werden. Also während quasi früher dieses Familienmodell war, keine Ahnung, man arbeitet und hat ein Haus und ein Auto. Ja. Wenn man sich heute mal anguckt, was die Preise für Häuser in Städten sind, das kann sich kaum normale Arbeiter mehr leisten. Und die bürgerliche Mitte wird halt immer mehr abgegraben, immer weiter proletarisiert sozusagen. Und ja, also da ist halt unsere Theorie, fällt auf fruchtbaren Boden so. Und ja, die muss man auch auf jeden Fall erreichen. Da muss man sich halt auch irgendwie spannende Formate und so überlegen. Ja, ja. Ich denke, das ist halt auch immer wichtig. Genau. Deswegen finde ich es auch so gut, dass wir alle so viele verschiedene Formate anbieten. Ja. Manche machen Podcasts, manche machen Video-Based. Ihr macht diese kurzen Videos, Lehrvideos richtig, die exzellent produziert sind. Also nochmal richtig Props. Sieht richtig geil aus, was ihr da macht. Danke auf jeden Fall. Wir machen so ein bisschen mehr so dieses Deep Dive, lange Interviews und so. Das machen wir auch mit Absicht so. Und da wollen wir jetzt erstmal auch nicht von abrücken, damit wir wirklich den Leuten, die bei uns sind, auch die Gelegenheit zu geben, wirklich alles zu sagen, was sie sagen wollen, so weißt du. Und dann gibt es Leute, weiß ich nicht, wie Wohlstand für alle, der irgendwie die Wirtschaft organisiert, analysiert, innerhalb von so 20, 30 Minuten Videos. Und so verschiedene Formate, teilweise auch ein bisschen cool und irgendwie junge Leute ansprechen, vielleicht dann auch irgendwann mal auf TikTok gehen. Habt ihr schon mal über TikTok nachgedacht? Also auf gar keinen Fall. Also da gebe ich dir mein Wort, du wirst nie auf TikTok sein. Ja, wobei, also stell dir vor, hier, Marxismus, Leninismus in 15 Sekunden, zack. Boah, ich weiß nicht. Ich fände es gut. Mir sträubt sich alles dagegen, aber wenn jetzt irgendwie Leute bei uns sind, die ultra auf TikTok sind, keine Ahnung. Aber ich weiß ganz genau, nicht aufhalten, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Kann ich mir sehr schwer vorstellen, tatsächlich. Ja. TikTok und was sonst noch so kommt. Okay, also reden wir mal ganz kurz über Medien, weil wir sind ja auch jetzt in Medien unterwegs, seit ein, zwei Jährchen. Pedram Shahyar von Common, der war mal bei uns zu Besuch und der meinte, wir sind im Endeffekt, wir sind Teil der Bewegung und wir sind die Propagandaabteilung der Bewegung quasi. Jetzt haben wir jetzt die Möglichkeit, über diese Social Media, YouTube und diese ganzen Plattformen, auf denen quasi jeder irgendwie seinen Content erzeugen kann, relativ viele Leute zu erreichen, was früher, also vor 20, 30 Jahren noch nicht so leicht machbar war. Vor 100 Jahren, weiß ich nicht, wurden Flugblätter verteilt, aber man hatte dann halt nicht diese Interaktion und dieses Visuelle auch. Wie meinst du, sind die Umstände quasi für unsere Projekte gegenwärtig? Ist das alles positiv? Also vor allem der Fakt, dass sowohl ihr als auch wir auf YouTube sein müssen. Die sind ja, ich glaube, nicht besonders revolutionär, auch wenn sie rot irgendwie im Hintergrund haben. Und wenn wir tatsächlich irgendwann mal bedrohlich werden könnten, sie uns natürlich einfach so ausschalten können, wenn sie wollen. Also da gibt es ja so ein bisschen so eine Dialektik, dass wir einerseits diese Werkzeuge benutzen, die wir andererseits bekämpfen wollen. Wie siehst du das? Was sind da die Potenziale? Wo geht es da hin für uns? Also ich denke tatsächlich, dass gerade die Medien, das Internet halt schon so sehr neue Phänomene sind und quasi das Mediengame sehr revolutioniert haben. Also man sieht ja, dass die Verlagshäuser immer weniger Zeitungen verkaufen können und immer mehr sich Gedanken machen müssen, okay, wie können wir es online machen und so weiter. Aber, und natürlich ist es halt auch positiv, dass wir quasi, jeder, der eine Kamera hat, kann sich einen YouTube-Channel machen und Sachen hochladen und auch eine politische Gruppe kann das relativ einfach machen. Aber es ist halt, man muss halt immer noch im Klaren sein, dass es halt immer noch innerhalb des Kapitalismus ist. Ja. Wie du sagst, YouTube kann uns einfach so den Channel ausschalten und da finden die halt auch Gründe für, also Copyright Strike oder was auch immer. Müssen auch nicht mal welche finden. Ja, ist ja ein privates Unternehmen, so. Genau. Also die können ja machen, was die wollen. Genau. Und also deswegen, also man muss es halt schon kritisch sehen, also nicht zu optimistisch, nicht zu pessimistisch. Gerade ist es natürlich eine Riesenchance für uns, aber auch die Monopolisierung, also Monopolisierung ist ja etwas, was sich quasi in allen Wirtschaftsbereichen zeigt. Und so auch bei den Medien, während wir vorher quasi diese riesen Verlagshäuser haben, die wir auch immer noch haben, irgendwie Springer und was auch immer, die quasi
alle Zeitungen alle aufsaugen. Ja, ja, genau. Es ist ja nicht so, als also du hast ja sehr viele verschiedene Zeitungen, die du kaufen kannst, aber sehr wenig Verlagshäuser, die dahinter stehen. Mhm. Und ich glaube, so ist es mit den Medien tatsächlich gerade auch. Also zum Beispiel YouTube, Facebook und so weiter, du hast halt eine Handvoll von diesen gigantischen Digitalkonzernen, die halt selbst ihre Regeln machen auf ihrer Plattform. Das kann halt extrem tückisch sein, gerade wenn irgendwie revolutionäre Bewegung im Aufwind ist oder wenn wir eine kritische Masse erreichen, kann es halt sehr kritisch werden, dass die uns einfach zack, Strom abdrehen oder Internet abdrehen, was auch immer. Aber ja, ich denke, gerade diese Medienmonopole, also es ist halt so, dass die sich ja so darstellen, also es wird uns ja gesagt, wir haben ja diese Vielfalt von Zeitungen und keine Ahnung, FAZ oder wenn du irgendwie umweltbewusst bist, liest du die Taz oder was auch immer. Dahinter steckt halt eine Klasse im Wesentlichen, also dahinter stecken halt ihre Monopole. Und deswegen ist halt auch wichtig, dass wir eigene parteiische Medien aufbauen. Also das versuchen wir auch mit Klassenbildung. Deswegen sagen wir ja, wir sind parteiisch für die Arbeiterinnen und Arbeiter. So. Und die Monopole sind halt auch parteiisch. Das muss man halt auch in meinem Kopf behalten. Und auf der anderen Seite ist es halt auch kritisch, dass die Rechten dieses Potenzial halt auch ausschöpfen können. Das halt auch nochmal, also gerade mit Corona, Querdenken und so, sieht man da halt auch nochmal, was das für Potenziale bei Rechts, bei den Rechten auslöst. So. Da wird oft gefragt, also ich habe da auch ein, zwei Antworten drauf, aber vielleicht mal gut zu hören, was du davon sagst. Warum können die das denn so viel besser als wir? Warum sind die mit den Medien so viel besser unterwegs als wir Linken? Das ist eine verdammt gute Frage tatsächlich und ich habe mich das auch gefragt und mir ist keine schlüssige Antwort gekommen. Also ich dachte so, natürlich ist, also die rechten Ideologien und so weiter, die helfen ja immer in gewissem Sinne, um das Kapital zu stärken und zu stützen. Ja. Deswegen berichtet man halt eher davon. Also keine Ahnung, wenn in irgendeiner Stadt eine linke Demo zusammengeprügelt wird, ist Alltag. Wenn irgendwie Querdenker beim Kerzenmarsch, keine Ahnung, wenn da Pfeffer gesprüht wird, dann ist das in ARD, ZDF und Tagesspiegel sonst überall halt. Also ist es halt quasi auch eine andere Publicity, die kriegen halt so von vornherein, während die linke Bewegung halt sehr wenig Publicity kriegt, gerade bei den, ja, bei der Monopolpresse, so ist es halt, oder bei der Staatspresse. Ja, aber letztendlich erklärt es auch nicht diesen Riesenerfolg. Ja, ich glaube, einerseits, was du meintest, total wichtig, so diese Idee, dass da einfach Ideen in diesen Bewegungen drinstecken, die eigentlich dem System gar nicht, das System nicht in Gefahr bringen. Bei den Querdenkern kann man sagen, oh, die sind jetzt irgendwie gegen den Staat und die richten sich gegen diese Regeln und so, aber tatsächlich die kapitalistische Produktionsweise greifen die nicht an. Das interessiert die auch nicht. Die reden über irgendwelche Verschwörungstheorien und irgendwelche Heinis, die dann irgendwie an irgendwelchen Hebeln sitzen und die gesamte Welt steuern und glauben, dass die Welt tatsächlich so funktioniert, dass da irgendwie zwei oder drei Leute sagen können, wo es lang geht. Und das ist ja entgegengesetzt der marxistischen Analyse des Kapitalismus, der ja eigentlich quasi fast zum Selbstläufer wird und ein ganzes System ist, was wir abschaffen müssen, inklusive unserer eigenen Klasse, nicht nur die Kapitalistenklasse. Und das heißt also, es bedroht sie nicht wirklich. Und andererseits muss man sagen, also vor allem bei den Rechten, da steckt dann einfach viel Geld hinter. Ja, auf jeden Fall. Da riesige Konzerne teilweise einfach Geld reinstecken. Und also diese vor allem in den USA merkt man das ganz krass, so diese ganz, ganz großen rechten Kanäle, Ben Shapiro oder sowas, Alex Jones und so, da stecken richtige Milliardärsbacker hinter, die da Geld einfach reinpumpen, das irgendwie spenden, dass dann die Spende wird dann auch irgendwie nicht von der Steuer abgesetzt und so, das hat auch nochmal seine Vorteile. Aber das merkt man auch an deren Programm, also gerade wenn man sich so Querdenker hier oder in den USA anguckt, das sind Menschen, die gehen auf die Straße einmal irgendwie um Grundrechte zu wahren, das finde ich einen guten Punkt. Manche gehen wahrscheinlich deswegen auf die Straße, will ich ihn nicht nehmen, das ist ein guter Punkt. Und ich bin auch selbst auf die Straße gegangen, um gegen diese Grundrechtseinschränkungen zu kämpfen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagen die, weg mit allen Maßnahmen und quasi impfen ist scheiße und so weiter. Und was ist das für eine Funktion für das herrschende System? Das herrschende System hat ein Komplettversagen jetzt in der Pandemie. Die Leute sterben reihenweise. Das System kriegt es nicht hin, die Leute zu impfen und so weiter, weil die Leute sind schon so gefrustet von dem System, vertrauen hier keinem mehr und so weiter. Also das System
versagt komplett, also der Kapitalismus versagt komplett und dann hast du eine Bewegung, eine rechte Bewegung, die auf die Straße geht und sagt, nein, nein, es ist keine Gesundheitskrise, es ist gar keine Krise, dass irgendwie die Krankenhäuser irgendwie überlastet sind und so weiter. Das eigentliche Problem ist, sind die Maßnahmen oder so. Also quasi genau. Die lenken das komplett ab, genau. Anstelle auf die Straße zu gehen und zu sagen, ja, Grundrechte waren auf jeden Fall und irgendwie Krankenhauspersonal besser bezahlen und so weiter, das fordern die ja gar nicht. Und die sagen ja auch nicht irgendwie, gebt die Patente frei oder sowas. Also die kommen ja nicht mit irgendwie fortschrittlichen Forderungen, sondern die kommen halt mit genau dem, was halt den Kapitalisten nützt, nämlich gar keine Maßnahmen. Ich hab schon mit einer Dame diskutiert, die mir erzählt hat, dass das Problem eigentlich ist, sind die Leute, die irgendwie das Blut von Kindern trinken wollen. Also diese QAnon-Geschichte zum Beispiel. Ja. Das ist halt auch kritisch, weil da geht es halt in komplett unwissenschaftliche Richtung und da, also das ist quasi das Fundament des Faschismus. Ja. Der Faschismus kann halt nicht mit irgendwie einer wissenschaftlichen Weltanschauung kommen. Die müssen sich, also die müssen sich halt immer irgendwelche Ideologien ausdenken. Und ja, also was ich da auch bei dieser Querdenken gesehen habe, die sind halt teilweise komplett lost, so komplett fernab von Gut und Böse, wissen gar nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Dann sagen die so Sachen wie zum Beispiel, es gibt gar keine ansteckenden Krankheiten. Also so wissenschaftlich komplett unhaltbar. Und das ist halt auch eine problematische Tendenz in diesen Bewegungen, dass quasi diese Wissenschaftsfeindlichkeit in die Masse getragen wird. Und darauf kannst du dann halt irgendwelche rassistischen Ideologien und was auch immer bauen, um den Faschismus zu stützen. Das Interessante, ein Zitat, das mir von Arjan Schiffer-Nasseri einfällt, der letztens bei uns hier war, als wir haben auch eine Folge gemacht zu der Corona-Krise vor kurzem und werden jetzt auch demnächst auch wieder eine machen. Weil du meintest, der Staat und der Kapitalismus hat versagt. Nur also ein kurzer Comment dazu. Sein Argument war halt, der Staat hat überhaupt nicht versagt. Und der Kapitalismus hat auch nicht versagt, sondern hat genau das gemacht, wofür er da ist. Er hat genau das gemacht, wie er eigentlich funktionieren soll, nämlich bis zum letzten Moment diese Maßnahmen dann immer rauszögern und immer erst dann reagieren, wenn tatsächlich Kapitalakkumulation bedroht wird und dann halt so reagieren, dass Kapitalakkumulation weiter stattfinden kann. Also wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, wie sich ein Jens Spahn irgendwie mit Masken irgendwie bereichert und mit Maskendeals irgendwie bereichert, dann merkt man ja schon, dass irgendwas zumindest nicht so funktioniert, wie uns die bürgerliche Gesellschaft vorgibt, es funktionieren sollte. Und dann hat man dieses Gefühl, okay, da passiert es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder da passiert was, was irgendwie chaotisch läuft und ich kann es nicht verstehen und ich habe nicht den Durchblick, wie das funktioniert, weil ich eben nicht diese wissenschaftliche Basis habe oder auch die marxistische Basis habe, wie ich behaupten würde, die dir helfen könnte. Oder ich überlege mir dann halt dieses Weltbild, wo dann irgendwie zwei oder drei Leute, also ein simples Weltbild, QAnon oder so, wo zwei oder drei Leute irgendwie in dunklen Kämmerchen sitzen und alles steuern. Aber der Punkt ist, dass immer irgendwie alles gesteuert werden muss, weil diese Angst davor, dass das vielleicht doch nicht gesteuert ist, sondern dass vielleicht diese Leute in der Regierung, auch die Mächtigen, auch die Kapitalisten, alles diese Privatkapitalisten sind und niemand wirklich Ahnung darüber hat, in welche Richtung das geht. Und deswegen auch, dass dieser Klimawandel nicht unter Kontrolle bringbar ist, einfach deswegen, weil niemand das auf dem Schirm hat, sondern alle nur daran interessiert sind, ihre eigenen Profite einzuheimsen. Das ist halt was einem ziemlich viel Angst machen kann. Und deswegen seid ihr auch so wichtig, Klassenbildung, um genau da diese Leute abzuholen. Vor allem, ich glaube, wir müssen eigentlich viel mehr daran arbeiten, vor allem diese Querdenker-Leute abzuholen. Also, wenn es irgendwie machbar ist. Genau, also die Leute, die so komplett schon abgedriftet sind, die sind schon weg. Ja, ja. Aber ich finde es, gerade bei den Verschwörungstheorien ist es halt lustig, es fällt sehr auf, dass es werden immer diese Verschwörungstheorien aufgebaut, die irgendwie so rechts sind, also die antisemitisch sind oder quasi Migrationsflut, was auch immer. Mhm. Diese Verschwörungstheorien werden aufgebaut und propagiert von der Rechten. Dabei sind wir in einer Gesellschaft, wo es tatsächlich Verschwörungen gibt, nämlich von den Reichen. Also es ist Fakt, dass zum Beispiel VW im Abgasskandal die Werte gefaked hat. Also es gibt halt am laufenden Band wirkliche Verschwörungen in diesem System, nämlich von den Reichsten der Reichen. So, und diese Verschwörungen werden natürlich gar nicht angetastet, sondern dann wird irgendwas herschwadroniert von, keine Ahnung, Muslime, die jetzt nach Deutschland kommen. Islamisierung des Abendlandes. Und so ein Bullshit. Und währenddessen hauen sich die Reichen die Taschen voll, so komplette Parasiten, aber da kommen die Rechten gar nicht auf die Idee drauf, das zu erwähnen, sondern die schießen dann halt irgendwie gegen die Ärmsten, gegen Migranten und Migrantinnen oder was auch immer.
Oder gegen Gewerkschaften? Jetzt glauben sie ja, dass sie was gegen die Pharmaindustrie machen und gegen Bill Gates und so, dass sie da gegen die Reichen gehen. Aber das ist dann halt auch das Problem, dass das dann halt, wie du sagst, dann wissenschaftlich nicht mehr fundiert ist und dann auch einfach keinen Sinn mehr macht in allen seinen Ausartungen. Ja. Okay, Pat, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war richtig cool. Gerne, danke, dass ihr mich eingeladen habt, auf jeden Fall. Klar, es war uns eine Ehre. Schön, dass du in Berlin warst. Und wenn du das nächste Mal in Berlin wirst, wiederholen wir das. Und dann reden wir vielleicht mal über ein anderes, konkreteres Thema der aktuellen Politik gerade. Was habt ihr anzukündigen? Wo kann man euch finden? Was möchtest du noch sagen zur Klassenbildung und den anderen Projekten, die ihr so fahrt? Also genau, auf klassenbildung.net kann man uns finden. Da gibt es halt einige Gedichte auch, also Kulturbeiträge. Und natürlich auf YouTube, da laden wir halt die Videos und Podcasts hoch. Jetzt kommen halt in der Reihe Grundlagen des Marxismus-Leninismus kommen noch einige Videos. Haben wir auch schon gedreht und so. Die werden jetzt die nächsten Tage und Wochen kommen. Natürlich Spotify gibt es uns auch, da könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Gerne auch die Videos teilen und so. Und über Kritik freuen wir uns immer. Irgendwie Anregungen, Ideen, Wünsche könnt ihr gerne einfach reinschreiben in YouTube. Genau. Wir nicht. Kritik behaltet ihr bitte für euch selbst. Wir wollen keine Kritik. Nur positive Kritik. Also Lob und so. Sowas können wir haben. Okay, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank euch Leute, dass ihr zugeschaut habt. Das war heute mal nicht live. Aber auch diese Aufzeichnungen müssen manchmal sein, wenn es dann so terminlich reinpasst, dass wir mal was aufzeichnen können, dann machen wir das auch. Genau. Insofern habt alle einen schönen Abend und bis bald. Macht's gut.